Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute richtig leckere Kachelfleisch-Gyros-Nudeln machen. Das Ganze im Dutch Oven. Ich habe wie immer alles an Zutaten hier stehen. Die schauen wir uns jetzt an. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute brauchen wir einmal Champignons, dann habe ich hier Frühlingszwiebeln, Paprika, Eier habe ich hier, dann sind das hier Nudeln vom Vortag. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch die vorkochen. Hier haben wir etwas Sahne, Käse, dann ist das Petersilie. Hier vorne habe ich eine Gyros-Gewürzmischung, die habe ich jetzt vorab schon zusammengemischt. Das Rezept dazu schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. Und dann habe ich hier einmal Kachelfleisch, das habe ich mir bestellt bei Click & Grill, also bei der Metzgerei Lindner. Wenn da einer Interesse dran hat, der Link steht auch unten in der Videobeschreibung. Wir werden jetzt erstmal damit beginnen, dass wir hier unser Kachelfleisch nehmen und uns das wie Gyros aufschneiden. Dazu legt euch das einfach hier so auf ein Brett und dann schneiden wir einfach hier solche schönen Streifen runter. Nachdem wir unser Fleisch jetzt geschnitten haben, packen wir es hier in so eine Schüssel. Dann nehmen wir uns das Gyros-Gewürz, machen da einen Teil drüber, nicht alles, ungefähr die Hälfte nur, weil die andere Hälfte brauchen wir gleich noch, und dann werden wir unser Fleisch erstmal schön durchkneten. Das Fleisch stellen wir beiseite, dann werden wir uns jetzt dem Gemüse widmen. Dazu nehmen wir erstmal unsere Frühlingszwiebeln, machen uns vorne die Wurzeln ab und dann werden wir das einfach nur hier in so Ringe schneiden. Jetzt kommen die Paprikas. Die schneiden wir uns so auf, dass wir das Kerngehäuse loswerden. Schneiden wir uns die in Streifen. Und diese Streifen, die würfeln wir uns einfach nochmal so hier. Und dann ist auch die Paprika fertig. Und jetzt zum Schluss haben wir noch unsere Champignons. Und die werden wir einfach nur vierteln. Und jetzt zum Schluss haben wir hier noch unsere Sahne. Da werden wir die Petersilie reinmachen. Das restliche Gyros-Gewürz. Und die vier Eier. Wenn es geht, ohne Schale. So, und dann nehmen wir uns hier so einen Quirl oder Schneebesen. Wow. Und verrühren das. Natürlich so langsam, dass uns das nicht ins Gesicht spritzt, so wie mir jetzt. So, das sollte genügen. Auch das stellen wir beiseite. Ich werde jetzt die Kohlen durchglühen, den Dutch Oven holen und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Am Grill angekommen, die Kohlen sind durchgeglüht. Der Dutch Oven hat Platz genommen. Nehmen tue ich heute wieder meinen 9er Dutch Oven. Und da werden wir jetzt erstmal hier was von so einem Knoblauchöl reingeben. Habt ihr das nicht, geht natürlich auch ganz normales Öl. Davon geben wir jetzt ein Schlückchen rein, lassen das heiß werden. Unser Öl hat jetzt die gewünschte Temperatur. Jetzt werden wir uns das Kachelfleisch nehmen und portionsweise anbraten. So, das sollte für unser Kachelfleisch reichen. Ganz so dunkel möchte ich es nicht haben, weil es gleich nochmal mit den Nudeln angebraten wird. Das ist jetzt nur am Anfang, damit wir ein bisschen Röstaromen dran kriegen. Dann nehmen wir das wieder raus. Ich brate jetzt gleich den zweiten Part an. Jetzt, wo das Fleisch fertig angebraten ist, geben wir die Paprika und die Frühlingszwiebeln da rein. Und dazu gesellen sich gleich die Pilze. Und die werden wir jetzt auch erstmal richtig schön eine Weile anbraten. Lass es schön einfallen. Die Pilze werden schön Wasser lassen. Damit können wir uns dann unten die Röstaromen vom Boden lösen. Nachdem die Pilze und Paprika jetzt richtig schön Wasser gelassen haben und auch schön eingefallen sind, konnten wir uns somit schön die Röstaromen vom Boden lösen. Jetzt werden wir immer so eine Handvoll Nudeln dazugeben. Ach ja, rühren die schon mal unter. Weil die wollen wir auch noch so ein bisschen mit anbraten, ganz kurz aber nur. Und da wir jetzt noch so viel Flüssigkeit unten drin haben, ist das der richtige Punkt, die dazu zu tun.
Jetzt ist der Punkt da, wo wir das Fleisch wieder dazugeben können. Auch das heben wir wieder schön unter. So, jetzt nehmen wir uns was von dem geriebenen Käse, geben den dazu. Na komm, was soll der Geiz? Auch den rühren wir so ein bisschen unter. So, jetzt nehmen wir unseren Topf mal kurz von der Hitze. Dann nehmen wir die Kohlkörbe, machen die schön nach außen, dass wir keine direkte Hitze mehr haben, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Stellen wir ihn jetzt schön dazwischen, so passt das optimal. Vorrühren das noch mal schön. Du bleibst hier. So, und jetzt geben wir unsere Kräuter-Ei-Sahne-Mischung da drüber. Müssen wir gucken, dass wir alles rauskriegen hier. Rühren wir unter und warten jetzt, bis die anfängt zu stocken. Ist das der Fall, sind unsere Nudeln fertig und dann sehen wir uns gleich am Tisch zum Probieren. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo unsere Ei-Sahne-Mischung richtig schön geronnen ist. Was heißt geronnen? Gestockt ist, so geronnen ist sie nicht. Und jetzt können wir das Ganze komplett aus dem Grill nehmen, uns was auffüllen und probieren. Hier stehen sie nun, unsere Kachelfleisch-Gyros-Nudeln. Ihr habt gesehen, das ist eine ganz schnelle Nummer. Eine richtig tolle Restevorwertung, die wir natürlich jetzt noch probieren werden. Da war jetzt kein Fleisch bei. Ja, was soll ich sagen? Das ist eine richtige, geile, einfache Nummer. Also die Kombo aus dem Karrenfleisch, was wir vorher als Gyros gewürzt haben, dann mit dem Gemüse, den Nudeln und hinterher unser gestockte Ei-Sahne-Mischung, die wir da drüber geben, die auch nach Gyros schmeckt, weil wir da halt Gyros-Gewürz reingemacht haben und die Petersilie. Das ist eine richtig geile, runde Nummer. Habt ihr mal Nudeln über oder macht es auch sonst so? Das lohnt sich, volles Rohr. Geschmacklich ist das wirklich tipptopp, ratzfatz gemacht. Wer jetzt kein Karrefleisch nehmen möchte, der kann natürlich auch ganz einfach nur einen Schweinenacken nehmen oder einen Schweinerücken. Nehmt einfach das, was ihr sonst zu Gyros nehmt oder kauft euch einfach Geschnetzeltes. Aber das mal so zu machen, lohnt sich, volles Rohr. Macht das nach und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Ah, bevor ich es vergesse, der Käse, der kommt auch noch ganz leicht durch. Da haben wir extra nicht so viel dran gemacht, weil sonst ist das, naja, wieder zu überladen. Aber so die Menge, die dran ist, spitzenmäßig. Dennoch, ein Punkt habe ich zu bemängeln. Das sind die Frühlingszwiebeln. Die hatten wir jetzt noch hier, die mussten unbedingt weg. Deswegen habe ich die genommen. Die sind in dem Gericht so ein bisschen untergegangen. Das fehlte so ein bisschen. Nehmt da am besten normale Zwiebeln, schnippelt die da rein, weil die bringen dann nochmal so einen kräftigeren Geschmack. Also bringen dem Ganzen noch so ein bisschen Pfiff. Wer Bock hat, kann sich natürlich auch noch eine Chili oder sowas reinmachen. Aber macht auf jeden Fall normale Zwiebeln rein. So, dann wären wir durch für heute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar allemal. Dann seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das gerne hier oben jetzt nachholen. Ja, aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.